In diesem Video möchten wir Ihnen ergänzend zu unserem Einführungsvideo die tiefergehenden Einstellungen der WLAN-Kamera erläutern. In den Camera-Settings, die man per Browserzugriff erreicht, befinden sich einige interessante Einstellungsmöglichkeiten. So kann man zum Beispiel im Camera-Setup das Bild spiegeln oder drehen. Im Stream-Setup können Sie die drei verschiedenen Streams der Kamera einstellen und zum Beispiel eine Voreinstellung nach Bandbreite, die Sie zur Verfügung haben, wählen. Der Primary Stream könnte dann zum Beispiel genutzt werden für den LAN-Zugriff, der Secondary Stream für den Internetzugriff per PC und der Mobile Stream, wie der Name schon sagt, für den Zugriff per Handy. Auch lassen sich die Punkte einzeln einstellen, wie zum Beispiel die Videoauflösung oder die Anzahl der Bilder pro Sekunde. Im Punkt On-Screen-Display-Setup können Sie einstellen, ob zum Beispiel Zeit und Datum im Kamerabild dargestellt werden. Bei den Netzwerkeinstellungen gibt es zunächst das WLAN, also Wireless-Setup. Hier kann man die Minikamera mit einem bestehenden WLAN verbinden. Einfach auf Search klicken, das WLAN aussuchen, Passwort eingeben, wie man das zum Beispiel auch vom Smartphone kennt. Im TCP/IP-Setup können Sie festlegen, ob sich die Kamera die IP automatisch per DHCP holt oder ob Sie eine feste IP festlegen wollen. Per DDNS kann der Internetzugriff erleichtert werden, indem Sie einen DynDNS-Server nutzen. Im Storage-Setup wählen Sie aus, ob das Gerät speichern soll und wenn ja, wo. Entweder wählt man den NAS-Server, gibt dann die IP ein, den Nutzernamen und das Passwort. Oder man nimmt die MicroSD-Karte, die vorher eingelegt sein muss. Unter Browse Storage können Sie dann die Aufzeichnungen durchsuchen, hier zum Beispiel die dauerhaften Videoaufnahmen, die angelegt wurden, oder die Fotos, die im Alarmfall angelegt wurden. Unter dem Punkt Format SD-Card können Sie die Speicherkarte formatieren. Unter dem Punkt Task findet man zunächst die Motion Detection, also die Bewegungserkennung. Man sieht, dass man bis zu vier Bereiche festlegen kann, die sich im Videobild auch einfach verschieben lassen. Genauso kann man diese Bereiche auch vergrößern oder verkleinern. Der Grenzwert sowie die Empfindlichkeit kann für jeden Bereich einzeln und stufenlos reguliert werden. Im Bereich Schedule können Sie einen Zeitplan festlegen, genauer gesagt vier verschiedene Zeitpläne. Sie können dort eingeben, dass zum Beispiel die Kamera 10 bis 20 Uhr am Mittwoch aktiv ist. Der Punkt Task Management liefert zahlreiche Möglichkeiten, die Kamera zu programmieren. So gibt es zum Beispiel E-Mail-Alarm-Sending. Hier können Sie eine E-Mail-Adresse einstellen, über die im Alarmfall, also zum Beispiel bei Bewegungserkennung, eine E-Mail versendet wird. In dieser E-Mail kann dann auch ein aktuelles Kamerabild drin sein. Sie können Betreff und Nachricht eingeben. Ähnlich verhält es sich mit dem E-Mail-Periodic-Sending. Hier können Sie regelmäßig, zum Beispiel alle 5 Minuten, eine E-Mail mit dem aktuellen Bild der Kamera versenden. Die SMTP-Daten müssen wieder eingegeben werden, genauso wie Betreff und Nachricht. FTP-Alarm-Sending verhält sich ähnlich wie der E-Mail-Alarm, nur dass im Falle eines Alarms ein FTP-Upload erfolgt. Genauso kann auch ein regelmäßiger FTP-Upload von Bildern im eingestellten Intervall erfolgen. Interessant auch die Funktion Snapshot to Storage. Im ausgewählten Speicher, also entweder dem NAS-Server oder der MicroSD-Karte, wird dann im Alarmfall ein Foto gesichert. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, ein Intervall einzustellen, in dem automatisch Fotos auf dem NAS-Server oder der MicroSD-Karte gespeichert werden.
Auch Videoaufnahmen im Alarmfall sind möglich. Hier kann man festlegen, wie lange aufgenommen werden soll nach einem Alarm. Zudem kann eine dauerhafte Videoaufnahme eingestellt sein. Unter Sendfiles und Storage to FTP-Server können Sie die Daten auf dem Speicher zu einem FTP-Server übertragen. Zum Abschluss noch ein Beispiel der Videoübertragung. Erwerben Sie das Produkt auf www.alarm.de.